rage, but I can't control it. So stay away from me, the beast is ugly. I feel the rage and I just can't hold it. It's scratching on the walls, in the closet, in the halls. It comes awake and I can't. Schon. Hallo, herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Ant. Man nennt mich den Pokémon-Professor. Diese Welt wird von Menschen bewohnt, die man Pokémon nennt. Für manche Leute sind die Pokémon-Meister, andere Tage kämpfen mit ihnen aus. Ich selbst habe meine Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Somit solltest du mir etwas von mir erzählen. Zuletzt du fragst du mir, ob du ein Junge oder nicht hast. Ich bin natürlich ein Junge. Wie lautet dein Name? Ganz einfach, ich hoffe, das klappt. Nämlich. Natürlich nicht, nämlich. Da seht ihr schon Nintendo. Aus dem Stand, also deswegen habe ich da jetzt ein Riesen, sondern ich habe eigentlich richtig. Und ja, das war's. Ich bin auch diesmal. Genau, dein Name war es Moritz. Ja. Dieser ist mein Enkel. Von hier wollte ihr ein Enkel rufen. Wie war gleich sein Name? Er war noch Rotsbändiger und Hans. Ja, ein bisschen Menschheit. Er kommt immer zu Gerd. Ja, Gerd. Ah, war es Gerd? Ja. Gerd, stimmt, ich hab ihn auf der Finger. Der Pokémon erwarten mich. Eine Welt von Wunderabenteuer und Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Nein. Wir sind auch schon im Spiel. Oh, vielleicht hört ihr es auf Gemnetz. Blue, sind vielleicht gleich ein Schalter. Habe ich schon einen guten Kumpel von mir vorhin gemacht? Hört, geh nicht raus! Ja. Ach du Eich! Tausend sind gefährliche wilde Pokémon in hohen Gräsern. Du brauchst ein Pokémon, um dich zu schützen. Komm, folge mir! Ja, wenn man da vorhin schon gegangen direkt hier rein, wartet schon euren Rivalen ja. Ich will nicht länger warten. Gerd, lass mich nachdenken. Ach ja, richtig. Hier sollte ja Hey, es ist der Kommando. Hier mache ich es. Dort liegen drei Pokémon. Sie befinden sich in dem Pokémon. In meiner Jugend war ich auch ein Pokémon. Du bist sehr gut, ich hab dir ein Fetch gekriegt, wenn du wieder 100 Kugeln getan hast. Gut, jetzt
Jetzt, da ich alt bin, habe ich nur noch 3 von denen. Aber ich gehe die 1 abfehlen. Halt, Opa. Und was ist mit Mia? Hab ein wenig Geduld gehabt. Auch sofort Dampf bekommen. Na klar, okay. Meine Wahl fällt auf das. So, wartet. Das Pflanzen-Pokémon Bisasam. Ja, vorhin gegen Stein-Pokémon. Und müsste so Bisasam ein Spitzname? Nein, natürlich nicht. Ich nehme dieses hier. Und natürlich Glumanda. Und wegen der zweiten Arena, Achtung, Spoiler, schon 2 Stück. Hat er uns gelassen. Was, aber ich lasse uns ein Pokémon jetzt. Kommt aus dem Los. Ich frage dich heraus. Okay. So, ich könnte jetzt nicht sein. Das da, was mir erklärt, also Spoiler Nummer 2 ist. Wasser Arena. Nur ein Himmelsweg. Aufregend durch Regie. Lukas, dies ist dein erster Pokémon-Kampf, nicht wahr? Ein Pokémon-Kampf findet statt, wenn drei Trainer mit ihren Pokémon gegeneinander kämpfen. Die Trainer, dem es gelingt, die Pokémon des anderen Trainers zu besiegen, indem die KP auf 0 bringen würden. Aber darüber zu reden hilft nicht. Du musst selbst Erfahrung schöpfen bekommen. Mach's auch einfach. Du meinst, das setzt Jaula ein, was eigentlich nur den Angriff senkt. Habe ich auch weit gemacht. Das ist vielleicht ein bisschen länger. Da fängt der Schaden zu werden, kann dir einen großen Vorteil machen. Weil auch nicht das. Ja. Und Tackle. Gut. Den Gegner Schaden für 50.000. Schade, ich weiß es nicht. Dieser Samsung. Und ein Volltreffer! Dieser Samsung. Ich hab da mal noch so eine kleine Frage. Soll ich beim Let's Play die Namen sagen? Also, ich sag, dieser Samsung. Und das heißt, die Teams, also ich hab schon so ein random Team ausgesucht. Aber dazu werden wir gleich 2 kommen, natürlich. Was unmöglich, ich habe ihm ja das falsche Pokémon aufgesucht. Du bist unnützbar, Glumanda. Wobei, vielleicht können wir es doch noch gebrauchen. Alter, Silke, so Erfahrung und Preisgeld für deine Schaffung. Er ist stärker. Also, und mach Spaß. Du kannst gegen ihren Trainer mit dem Mann aufpassen. Ich stärke deine Pokémon, dass du bis zum Pferd abbesiegen kannst. Okay, ich werde meine Pokémon trainieren, damit sie stärker werden. Und jetzt, Opa, wir sehen uns später. Ich verkaufe Pokémon-Tränke. Ich meine Tränke. Hier. Nimm mal. Wo ist der Held? Ja, scheiß drauf. Willst du Pokémon fahren? Ja, komm, nerv nicht. Ja, ach du warst schon. Kann ich, danke. Und das erste Pokémon, was mir begegnen, ist ein Taubsi. Geil. Ein Taubsi. Ja, geil. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part, Leute. Ciao.